Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Shogun 2 Total War. Auf mit den Shimazu ans eigentliche Festland von Japan. Die erste Insel steht unter unserer Kontrolle. Wir haben einen Handelshafen erobert. Wir hatten hier irgendwo eine Flotte stehen. Genau, die da jetzt nach oben will. Und zwar das Handelsschiff und das Bogenkobaya, die hier mit den anderen Handelsschiffen zusammentreffen. Und wir haben hier jede Menge Arbeit. Und ich meine damit wirklich jede Menge. Wir haben Armeen, die wir zusammenlegen müssen. Das Gebiet hier muss noch erforscht werden, vollständig. Wobei von Nagato war ja wohl keine Gefahr droht. Und wir brauchen noch den zweiten Ninja. Das hätte ich fast vergessen. Okay. Ja. Viel Arbeit vor uns, keine Kohle in der Kasse, das heißt, wir müssen erstmal die Runde beenden. Denn die Militäreinheiten haben auch alle ihre Laufwege schon abgeschlossen, diese Runde. Okay. Wie sieht es bei den Künsten eigentlich jetzt aus? Da erforschen wir gerade Form. Okay. Danach muss ich unbedingt die Teezeremonie erforschen. Und No wäre vielleicht auch nicht so unübel. Aber alles zur Zeit. Fangen wir erstmal ganz in Ruhe an. Die Josokabe rüsten auch auf. Ich habe echt Angst, dass uns die in den Rücken fallen. Beim besten Willen, hey. Aber jetzt kämpfe ich gerade gegen die Yamaki. Ich kann da jetzt nicht einen Zwei-Fronten-Krieg anfangen. Dazu sind wir zu klein. Ich kann gerade mal eine Armee versorgen. Ja, ist schon klar. Okay. Dann legen wir erstmal die Armeen hier zusammen. Das Schiff fährt nach oben. Okay, sind zusammengefasst. Tsukushi, da können wir was bauen, genau, da wollten wir doch die Sake-Schenke bauen. Damit wir einen zweiten Ninja rekrutieren können. Das Bogendojo werden wir zum... Okay, Mal schauen, was wir sonst noch bauen müssen. Terrassenbau hier wäre natürlich wichtig, in Nodachi, Dojo und Hyuga, ja, wäre auch eventuell. Aber zuerst, welches Gebäude ist da? Achso, ja, da brauche ich ja den Bogenschießplatz. Terrassenbau würde natürlich jetzt erstmal die Zufriedenheit fördern. Weil wir auch mal die Straßen ausbauen könnten. Ach du Schande. Da haben wir uns einiges zu Schulden kommen lassen hier hinten. Das sieht verdammt schlecht aus von der Infrastruktur. Vorne haben wir ausgebaut, aber hinten nicht. Das hole ich jetzt erstmal nach hier. Wie sieht es im Bunker jetzt eigentlich aus? Okay, das Christentum rottet langsam aus, aber... Der Widerstand gegen die Invasoren und den nicht Clans-Religion, ja, das...
Aber hier sind in den nächsten beiden Runden jeweils ein Trupp fertig, das können wir dulden. Sag ich jetzt mal. Und hier steht unsere Hauptstreitmacht. Wie sieht denn in Bootsen die Zufriedenheit aus jetzt? 14, aber 15 davon sind durch militärische. Sprich, wenn ich das Heer jetzt abziehe, komplett, habe ich eine Zufriedenheit von minus 1. Das sehen wir uns gleich an. Ich habe hier noch ein Handelsschiff stehen. Das Handelsschiff kommt hier rüber. Und ich wurde auch gefragt, wie man nur einen bestimmten Teil einer Armee aus einer Stadt abziehen kann. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier vier Truppen stehen. Wie sieht es eigentlich mit der Zufriedenheit aus? Das können wir auch gleich klären. Null, okay, da kann ich jetzt nichts abziehen. Dann gehe ich hier auf die Armee. Wähle die erste Einheit ganz normal mit Linksklick aus, dann drücke ich die Steuerung-Taste, wähle die zweite aus. Und dann eben, je nachdem, welche ich auswählen will, dann schicke ich die mit Rechtsklick raus. Wurde ich gefragt, geht natürlich bei allen Armeegrößen. Wenn du nur zwei da lassen willst, kannst du auch gleich die Steuerung-Taste drücken und zum Beispiel die zwei jetzt da lassen, keine Ahnung. Will ich jetzt gerade aber alles nicht, was sollte ich... Achso, ja, wir bauen hinten die Straßen aus. Die Schiffe fahren rauf. Kann ich hier die Schiffe rekrutieren? Ja, aber nicht wirklich sinnvoll. Der Hafenausbau würde mir hier kosten. Ah, da baue ich gerade den Nambam Handelshafen. Okay, dann warten wir mal eine Runde. Nächste Runde rekrutiere ich in Bootsen zwei Einheiten. Damit kann ich dann die Sicherheit, die öffentliche Ordnung in der Stadt aufrechterhalten, während ich mit der restlichen Streitmacht weiterziehen kann. So wäre zumindest der Plan. Ja. Okay, das mit dem Feuer, das war ein Event, aber die wachsende Unruhe, die gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Die Feste erhöht die Zufriedenheit, oder? Ja, plus 5 auf Repression. Erhöht demnach auch die Zufriedenheit, denn die Repression ist jetzt auf 4. Okay, dann bauen wir hier mal die Feste aus. Und bis nächste Runde ist hier auch noch ein Yare Ashigaru-Trupp rekrutiert. Okay, hier sollten wir vielleicht auch noch einen Bogentrupp rekrutieren, so rein zur Form der Verteidigung. Und hier rekrutieren wir ...683, bleibt sich egal. Bogenkavallerie und Yari Ashigaru. Was bleibt mir anderes Großartiges übrig? So. Die Sake-Schenke hier braucht noch eine Runde. Und ich würde sagen, wir nehmen die Mehl mal als Ganzes mit, so wie es ist. Gehen auf die andere Seite rüber. Ach ja, wo wir gerade bei Bungo sind, die Zufriedenheit. Die sichere ich mir jetzt mal schon durch die Steuern. Ich weiß, ich verdiene dadurch weniger. Das werde ich im Bootsnetz vielleicht auch machen müssen. Ja, muss ich sogar machen. Aber ich bewahre es davor, dass ich wieder eine christliche Revolution im Hinterland aufhalten muss. Das möchte ich nämlich vermeiden. Und zwar ganz, ganz dringend. Ich kann jetzt im Hinterland keine Rebellion mehr brauchen.
Für uns geht's jetzt offen in den Krieg. In Nagato ist auch... Hier ist eine kleine Armee, okay, aber damit kann ich leben. Ich werde mir aber wohl zuerst Suo holen, weil da steckt gar nichts. Aber die können sich nicht mehr bewegen, die braucht noch eine Runde die Form und dann haben wir es. Auf geht's in die nächste Runde. Mich würde echt brennend interessieren. Ach komm, wer blockiert jetzt meinen Seeweg? Sind das die Amako? Sieht fast so aus. Die Kunst wird beherrscht. Okay. Eine Seehandelsroute wird überfallen, das habe ich mir auch gedacht. So. Shimatsu Yoshihisa. Yoshihisa. So. Der wurde das letzte Mal, als wir hier aufgenommen haben, auch schon des Verrats bezichtigt. Das letzte Mal habe ich ihm noch eine Chance gegeben, was zum Missfallen ein paar Zusehern geführt hat. Zum Missfallen von ein paar Zusehern geführt hat. Und deswegen werde ich ihn dieses Mal nicht überleben lassen. Nur dummerweise war das mein erfahrenster General. Das macht mir ein bisschen Sorgen an der ganzen Tatsache. Aber was will man machen? Dafür habe ich jetzt die Runde auch wieder zwei Kinder bekommen. Die Amako kontrollieren 14 Gebiete, wir gerade mal 8, aber an dieser Enge können sie mich gerne haben, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Familienversammlung, mein Erbe ist Yoshihiro. Das finde ich jetzt spannend, denn da gibt es zwei davon. Hier ist nochmal ein Yoshihiro. Was? Sohn und Erbe. Ach. Okay, dann haben die eben zweimal vier Schiffe. Ach komm, Leute. 2, 3, 4, 5, 6. Drei Bögen, drei andere. Mittlere Bohnen. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe Seegefechte geübt. Ohne irgendwie groß anzugeben jetzt. Ich bin mittlerweile ein bisschen begabter in Seegefechten. Und deswegen stelle ich mich diesem Kampf jetzt auch direkt und lasse es nicht durch den Autokampf ausfechten. Außerdem wäre es ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Tja, gleich in der ersten Folge die erste große Überraschung. Also in der ersten Folge dieser Aufnahme. Okay, das Gelände ist ja ziemlich eben, das heißt, wir können keine Hügel. Entschuldigung. Das heißt, wir können keine Hügel benutzen, na genau. Oh mein Gott, ja, ich glänze heute wieder vor Genialität. Tut mir echt leid, Leute, aber der muss das sein. Okay.
Wenn er jetzt noch laden würde, wäre es natürlich perfekt. Okay, trocken, das sieht gut aus. Sofern es auf dem Meer trocken sein kann, eh schon wissen. Da sind unsere Feinde, hier stehen wir. Sieht schon besser aus, so. Drei Bögen und eine Sengoku-Bohne. Ach du Schande. Okay. So, rein aus der Logik würde ich sagen, die beiden gehen auf die eine Bogenkobaya. Der attackiert hier die Sengoku-Bohne. 80 Nahkampf, ach du Schande. Meine haben gerade mal 35. Okay, dann gehen noch drei Schiffe drauf. Und du enterst dieses Bogenkobaya hier. So. Gefechtsgeschwindigkeit steigert kurz die Geschwindigkeit. Das finde ich perfekt jetzt. Denn Geschwindigkeit können wir jetzt sehr gut brauchen. Ich habe leider keinen Seegeneral noch, weil ich bis jetzt keine Seegefechte gespielt habe. Also das Kritischste ist die Sengoku-Bohne. Nicht sagt die Entern ist mein Schiff hier. Eins haben sie nicht Glück gehabt. Oh, du sollst doch hier angreifen, ne? Der kümmert sich da drum. Das kümmert sich da drum. Ach du Schande. Von dem haben die aber nicht viel übrig gelassen. Das kapert hier. Ach komm, ich brauche nicht so lange für den Kriegsschrei. Das senkt deren Moral beträchtlich. Du attackierst die auch bitte, aber mit Feuerpfeilen. Ach ja, meine Feuerpfeile haben natürlich auch einen immensen Schaden hinterlassen, ist klar. Allerdings bei meinen Leuten auch. Dann entert die mal, Leute. Hier haben wir gewonnen. Wir sind wieder an Bord. Wir können gleich das nächste Schiff entern. Da sind sie. Zwei Schiffe gehören schon uns, das dritte hole ich mir auch gerade. Wer kapert das jetzt eigentlich? Ah, jetzt schon. Okay, dann beeil dich mal ein bisschen, Leute. Was will das Teil eigentlich noch fliehen? Es hat doch nichts, wo es hin könnte. Ja, da beenden wir das Gefecht halt. Auch recht. Da
oder zumindest eine Einheit haben, die sie behalten dürfen. Wobei, vielleicht wird mir jetzt auch unterstellt, keine Ahnung. Aber die Blockade ist auf jeden Fall aufgehoben und die können untergehen. Wirklich meine Handelsroute blockieren. Unser Freund der Ladebildschirm. Wir haben drei Einheiten erobert, das finde ich besonders nett. Okay. Ja, die verziehen sich das offene Meer. Unsere Flotte ist ein gewaltiges Stück gewachsen. Schlägt sich natürlich auch auf unsere Einnahmen, ohne Frage. Hier könnten wir noch das Naginata-Dojo bauen. Oder auch den Militärhafen oder auch die Rotsiegelgesellschaft. Aber irgendwo hier sollten wir noch eine Schmiede bauen, hat es auch mal geheißen. Dazu bräuchte ich allerdings noch irgendwie eine. Wie kann ich eigentlich eine Schmiede bauen? Achso, ich könnte ein aktuell bestehendes Gebäude abreißen und dafür was anderes bauen. Ich werde erstmal den Ninja rekrutieren. Denn den werden wir noch brauchen. Und hier sollte man irgendwie noch ein Ausbildungsgebäude bauen. Okay, kümmern wir uns noch. Jetzt übernehmen wir erstmal die Provinz Suo. Okay, das wird automatischer Angriff, das wird eine Kinderjause. Da dürfte ich nicht mal mit dem NPC einen Mann verlieren. Habe ich auch nicht. Besetzen wir natürlich friedlich. Reparieren natürlich hier erstmal Bohnen. Die haben hier Stelle für Kriegspferde. Ich baue erstmal auf Terrassenbau aus. Wie sieht die Zufriedenheit hier aus? 7. Truppenrepression 15, wenn ich das herausnehme, habe ich 11. Okay, das heißt, die Armee kann ich ja sowieso jetzt eine Weile nicht ganz abziehen. Ich würde mit dem Ninja mal spähen gehen. Aber hier steht auch nichts Großartiges. Und den zweiten Ninja brauche ich dann hier unten. Dazu später mehr. Okay, ich habe kaum noch Geld und. Ach du Schande, das hat Bogenkunde gerade erforscht, das habe ich vorhin übersehen. Erhöhen wir mal die Loyalität unserer Generäle. Das habe ich mit den Chozokabe ziemlich schnell erforscht. Aber hier habe ich irgendwie ein bisschen verpeilt. Hier werden zwei Einheiten rekrutiert. Ach, hier kann ich die Luttenschlosser Sigaro importieren. Weil ich die Handelsbeziehung habe. Alles klar. Wie sieht die Zufriedenheit mit dem Bungo aus? Plus 3, minus 1. Wie sieht es hier aus mit Zwecksrekrutierung? Okay, das heißt, da kann ich nächste Runde auch wieder Steuern draufsetzen. Das steigert meine Einnahmen auch wieder. Und das war's für die Runde. Was haben die Chozokabe vor? Auf jeden Fall muss ich jetzt Nagato einnehmen, denn die haben die Flotte da, ja.
habe ich eigentlich auch noch nicht gemacht im Let's Play, einen Hafen blockiert, oder? Kavalleristen können sowohl im Sattel als auch zu Fuß abfeuern. Diese Flexibilität hat jedoch ihren Preis. Sie sind weniger treffsicher als Fußbogenschützen und schwach gegenüber Speerkämpfern. Okay, aber die normalen Bogenschützen sind auch schwach gegen Speerkämpfer. Sind überhaupt schwach gegen Nahkämpfer. Die Hojo wurden zerstört. Naja. Okay. Was kann ich wo am besten bauen? Der Agent könnte es mal nach vorne auch. Der kann gleich mal seine Sabotage beweisen. Eine 33%ige Chance. Oh oh. Das habe ich verpeilt vorhin. War irgendwo klar. Ich hoffe, er kann zumindest entkommen. Ja. Zumindest das. Wie sieht es jetzt im Bungo aus? Zufrieden von 3. Achso, ja, da habe ich gesagt, nächste Runde. Hoppala. Oh, hochverkraften viele Provinzen noch nicht. Da hat sich das Christentum relativ breit getreten. Terrassenbau wäre vielleicht. Okay, Nahrung habe ich eigentlich genug. Jein, ein Militärhafen könnte nicht schaden. Bauen wir ihn hier. Und habe ich jetzt die. Die berittenen Bogen habe ich ja hier genau. Bogenkavallerie, genau so. Ja, wie sieht die Zufriedenheit in Su aus? 13 ohne 17, das heißt, ich kann die Armee abziehen. Wenigstens sind die 100% über Shinto-Buddhismus. Die Armee. Ja, ich weiß, es ist Winter. Ja, ich weiß, die leiden Verluste. Liegt es bei 2, wenn ich wegnehme auf minus 2? Okay. Das ist was, womit ich leben kann. Ich brauche noch ein paar Jahre, Ashigaru. Jahrebögen. So. Damit wäre auch die Runde Geschichte. Och, diese ständige Unsicherheit gegenüber den Shosokabe. Okay, in der Higo die Feste bauen wir erfolgreich. Meister des Baus, 25% Ermäßigung auf alle Bauten. Körper demonstriert eine beliebige Armee, verbleibende Jahreszeit 10. Demoralisiert, da brauche ich einen Mönch dazu, oder? Ich weiß, Winterverschleiß.